Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Brickham macht jetzt schon mal schön den Weg hier. Und mir ist aufgefallen, dass Dagobert und auch Margarete derzeit überall Brennstoff auffüllen. Ich habe aber eigentlich schon durchgeguckt und alle sind eigentlich ausgeschaltet. Na, also das wären nämlich genau zwei Leute, die hier. Wo haben wir denn? Dagobert, da. Genauso gut anfertigen könnten. Und anfertigen heißt ja in dem Fall beispielsweise auch die Ziegel machen. Was macht eigentlich Meinert? Der schneidert. Gut, okay. Na, also diese Kalksteinziegel, und genau die sind das ja, die uns eine ganze Menge bringen würden hier. So, und wenn wir schon mal hier sind, ich wollte noch ein anderes, ich nenne es mal Design, ausprobieren. Ja, es ist halt jetzt so, dass ich so eine Burg noch nicht gebaut habe. Sowas, was mir im Kopf vorschwebt. Geht das eigentlicherweise auch? Dass ich hier was reinmache? Ja, das würde vielleicht auch nicht schlecht aussehen. Mir geht es hier darum, dass das so eine Art Torbögen sind und man dann, wie heißt es, eine Art Galerie, ich glaube das heißt Galerie, hat. Na, also sowas hier in dem Sinne. Na, also, ja, es geht ein bisschen um Design. Und also theoretisch bin ich nicht der, der es mit Design sonst behandelt, aber ganz ehrlich, inzwischen ist es hier im Spiel so, dass ich mich schon dafür interessiere, dass es einigermaßen gut aussieht. Ob das dann funktioniert, ist noch eine ganz andere Geschichte. Theoretisch könnte man, ne? Aber man könnte auch einfach das Farbspiel etwas ändern. Sag ich doch, ein bisschen achte ich ins Bienen drauf. Aber wenn man hier Holzbalken setzen würde. Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. So, dann diese Balken da. Also ja, das ist viel, viel Geklicke. Aber wenn es am Ende gut aussieht, warum nicht? Und der nächste Vorteil ist, hier ist es natürlich wesentlich stabiler dann. Jo. Aber es sieht so aus, als wenn irgendjemand immer wieder Ziegel herstellt. Beten, beten, trinken, beten, beten, trinken. Wow, ihr habt ja einen Tagesablauf. Nur es weht hier nicht. Ne? Da ist sie und da. Da kann man sagen, was man möchte. Es weht hier, ist dann doch sehr fleißig. Und mit 400 Mahlzeiten, 400 grob. Okay. Nee, den Terminplan möchte ich. Spätje, Spätje, Spätje. Und ihr bekommt beide noch da Freizeit. Machen wir das Ganze einfach mal so, dass
Radulf mal wieder hier irgendwo liegt? Nee. Da jammert doch dann wiederum, ich habe auf dem Boden geschlafen. Unkomfortabel, ja. Du, das ist ein Boden. Sveti schläft dort, gut. Und Görig ist die neue Queen der Eichbrüder. Ich sag da nichts dazu. Ich breche erstmal nebenbei die ganzen Fenster ab, die wir da überall angewiesen haben. Es macht ja keinen Sinn, das jetzt schon zu machen, wenn man vielleicht auch sowas baut. Terrain-Element, ich muss ihn beiwenden. Aha, dann nicht. Funktioniert das? Also ja, mit der Burg hat man ja jetzt noch viel, viel Zeit. Nö, das geht nicht. Also hier bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. So vom Grundsatz her finde ich das nicht mal schlecht. Dafür, dass sie lange arbeiten muss, hat sie natürlich ja Arbeitszufriedenheit. Warum hat der morbide? Ich bin zum belebten Leichenhaus geworden mit klappernden Knochen und kieferlosen Schädeln, befestigt an meinem eigenen lebendigen Fleisch. Du, wenn du dir sowas anziehst, hat er hier Knochenrüstung. Zack, und damit ist das schon mal weg. Haben wir noch so einen Kandidaten? Nö, ne? Nö. Eigenen Quartieren. Ja. Wunderschöne Umgebung. Wo ist Margarete gerade? Oh, ist schön, dass das hier wunderschön ist. Warum sprechen die miteinander über Hundeerziehung? Im Gegensatz zu Katzen erziehen Hunde ihre Herrchen selber. Um das mal so zu sagen. So. Wie sieht das? Ach ja. Das Feld war ja beim letzten Mal noch nicht angepflanzt. Fehlt noch irgendwo was. Ach, hier unten. Ähm,
Da ist mir aufgefallen, da war der Haken ja nicht drin. War andersrum, der Haken nicht sehen war drin. Wenn jetzt natürlich die Pest kommt, also die Pflanzenpest, dann wird es lustig. Also wird es nicht nur ein bisschen lustig, ne? Also da ist Kalkstein drin. Was kocht Quina hier? Warum kann ich eigentlich nirgendwo einstellen, der und der soll das machen? Was wäre da viel sinnvoller? Gold, uiuiui. Genau, wir kommen mal noch zu dem Punkt, dass mich die Katzen hier aufregen, aber nein, das meine ich nicht mal. Ihr habt geschrieben, ganz kurz gleich, die Apfelbäume sehen toll aus. Um das mal so zu sagen. Wir haben es jetzt 14 Uhr. Wir brauchen jemanden mit Tierhaltung. Jordan, komm mal her. Guck mal, du hast da hier ein Tier. Nennt sich ein, das ist ein Hahn. Warum rennen die Katzen da rum? Genau, gehen wir da rein mit dem Messer in der Hand und zack, gut, stopp. Und da nochmal. Ich verstehe bloß nicht, warum es... Doch, ich glaube, ich verstehe es. Das ist schon auf sehr hoch eingestellt, naja. Das wäre ja schön gewesen, wenn es bitte. Du bist aber nicht Spetja. Ha, wir haben hier noch nichts eingestellt. Also, Mahlzeit, verpackte Mahlzeit. Ist natürlich jetzt der Vorteil, wenn wir mehr Öfen haben, haben wir auch die Möglichkeit, mehr zu kochen. Auch das habt ihr in die Kommentare geschrieben. Warum mache ich hier bloß so? Also mehr verpackt, klar, Kleidungsmaterial. Tierfutter mal Zeiten. Also halt. Mahlzeit und braucht mir eigentlich noch mehr Tierfutter? Wir machen es einfach mal. Na, hier ist jetzt so Stanley rennt hier hin und er nutzt den direkten Gang.
so wie es sein soll. Sind es 1, 2, 3, 4. Zumindest hier vorbereitet. Jo. So, und jetzt zum Ende der Folge. Wollte ich gerade sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie das hier geworden ist. Also ich sag mal, diese Balken zwischendrin, die sehen nicht mal so schlecht aus. Dass jetzt hier die Kalkstein-Dinge immer noch nicht fertig sind. Ja. Ist halt so, wir haben hier jede Menge und ich gehe davon aus, dass wir als allererstes Wandreliefs herstellen. Das ist so ein Schwachsinn. Ja gut, dann ist klar. So, und wir haben irgendwo hier oben noch ein Steinmetztisch. Tisch für Holzarbeiten. Da ist auch noch ein Steinmetztisch. Also, die könnten. Nee, mach mal. Ein bisschen mehr, ne? So. Genau. Übrigens fast 500 Mahlzeiten. Und blühende Apfelbäume. Oh. Ach ja, das finde ich schön. Eigentlich genau das, was ich da. Oh gut. Genau das wollte ich da. So, wer ist denn jetzt verärgert? Ganz ehrlich. So, zum Abschluss. Nö, die kann reden. Der hat ein bisschen schwerer mit Reden. Ja, 10 Brote, der sollte damit hinkommen. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass wir bloß noch 3 Katzen haben. Alles, was jetzt hier noch an Katzen und so weiter kommt. Was natürlich übrigens gar nichts ist, ne? Oh Gott. Geht weg. So, Bienenwachs. Ist natürlich auch wieder viel zu viel. Also könnt ihr das auch gleich mitnehmen. Ja, zack. Damit ist nochmal eine Karawane unterwegs. Radulf, mein Bester, was hast du denn? Ja. Dann futter mal was. Dann geht es dir auch schon bald besser. Genau. Wir lassen die Karawane jetzt erstmal. Verkaufen das. Kaufen uns vielleicht noch irgendwas Schönes. Aber was wir kaufen, das sehen wir erst beim nächsten Mal. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.